Ja, euer Rasen ist auch verbrannt wie meiner. So ging es meinem Nachbarn auch und der hat sich diese Rasenfarbe gekauft, die ja ihren Ursprung aus den USA hat, hat seinen Rasen gefärbt und hat zu mir gesagt, du kannst ein bisschen was abfüllen und das für dein Video benutzen, denn selbst möchte er seinen Garten nicht zeigen. Ja, ich würde sagen, ich wende das Ganze mal an, zeige euch, wie es funktioniert und wir gucken uns dann zusammen das Ergebnis an. Ja, willkommen auf meinem Kanal MacPaverick. Hier ist die Farbe von meinem Nachbarn. Er hat das bereits mit Wasser gemischt. Da kann man das auch so ein bisschen heller, dunkler justieren, meinte er. Eben seinem Rasen entsprechend anpassen. Bevor ich das anwende, kommen wir erstmal zu ein paar Fakten, was da genau drin ist. Das ja, lässt sich der Hersteller nicht so entlocken. Es soll aber nicht umweltschädlich sein und ja, biologisch abbaubar sein. Die Dauer oder Beständigkeit soll bei 2 bis 4 Monaten liegen. Das ist wasserfest, so heißt es. Und ja, diese 2 bis 4 Monate gelten natürlich nur dann, wenn man den Rasen nicht mäht. Deshalb vor der Anwendung, ja, 2-3 Tage vorher einmal den Rasen mähen. Dann bei so Wetter, wie wir es heute haben, ja, so einem Wetter, da dauert das ca. 5 Minuten, bis es trocken ist. Und ja, bei etwas kühlerem Wetter, da soll es dann ungefähr 1 Stunde dauern. Ja, ich würde sagen, dann legen wir auch mal los und wenden das Ganze an. So, hier haben wir verbrannte Erde, hätte ich beinahe gesagt, verdammtes verbranntes Gras. Ja, die Farbe sieht natürlich ein bisschen anders aus hier bei mir jetzt. Die Dosierung ist auch nicht ganz so toll hier aus dieser unoriginalen Flasche. Sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber ich würde sagen, wir warten mal ab, bis es trocknet. Und ich wende das auch mal an anderen Stellen an, denn an zu stark verbrannten Stellen, da soll es gar nicht wirken. Schauen wir mal hier den Bereich an, der ist so ein bisschen trocken. Ja, um die Stellen so ein bisschen auszubessern. Und da wirkt das doch schon ganz cool, finde ich. Machen wir es hier auch mal. Ja. Gut, je nachdem wie man es verdünnt, ist dann die Farbe auch ein bisschen anders. So, ich habe das jetzt einmal eingesprüht. Jetzt lasse ich es ruhig mal 10 Minuten einwirken und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an. Laut der Beschreibung, der Produktbeschreibung, ist es gar nicht für so extrem verbrannte Flächen geeignet wie hier, sondern dort wird mehr angegeben, dass es ja für kleine verbrannte Stellen, also geeignet ist, zum Beispiel durch Hundeurin. Mein Nachbar hat, wie gesagt, ja, tief in die Tasche gegriffen und seinen ganzen Garten damit gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal gleich, wie es dann aussieht, wenn es trocken ist. So, hier könnt ihr jetzt einmal sehen, wie das nach dem Trocknen ausschaut. Ja, sieht schon etwas besser aus als direkt nach dem Aufsprühen. Hier an der Stelle, wo der Rasen nur so punktuell verbrannt war, da finde ich, sieht das Ergebnis richtig gut aus. Ja, und auch hier an der Stelle, finde ich, ist es ganz gelungen. Da war die Stelle noch ein bisschen mehr verbrannt, aber halt auch nicht komplett. Und dann kaschiert das doch schon ganz gut. Ja, mein Fazit zu dem Ganzen, umso kleine Lücken damit ja, zu besprühen. Da ist es sehr gut für geeignet, finde ich. Man kann es gut kaschieren. Für große Flächen, die völlig verbrannt sind, wäre mir das einmal zu teuer. Und ich finde, da schaut es dann auch nicht mehr natürlich aus. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wer es noch nicht tut, kann mich gerne abonnieren. Damit unterstützt ihr mich. Bis dann, euer MacPaverick.